muss unsere Hochzeit canceln. Per SMS? Ich hätte dich schon angerufen. Ich helfe Ihnen hier beim Ausparken. Danke, ich brauche keine Hilfe. Sie haben hier ca. 20 Zentimeter. Also als allererstes hat mir das Buch total Spaß gemacht und diese Figur der Merlin, die ja einiges widerfährt und die sich mit einer unheimlichen Kraft das aushält und sich am Ende daraus kämpft. Und ich habe sehr gelacht beim Lesen. Da heult doch jemand. So eine Katze. Mein Leben ist ein Trümmerhaufen und du sagst mir jetzt, ich soll hier putzen, damit es mir besser geht. Wow. Jakob hatte diesen super Tipp, um mich abzulenken. Was denn für ein Tipp? Jakob putzt doch immer, wenn er traurig ist. Geht's dir besser? Ich glaube, mit Merlin kann sich jeder identifizieren. Also ich glaube, jeder hatte mal Liebeskummer und viele haben mal in der WG gelebt. Überhaupt das, was ihr natürlich jetzt im speziellen Fall passiert, dass man 2 Wochen vor der Hochzeit verlassen wird von einem Mann, das wünscht man natürlich keinem. Das ist mir jetzt auch zum Glück nie passiert oder Vergleichbares auch nicht. Aber ich glaube, mit dieser Sehnsucht nach dem, was sie sich wünscht, nach der großen Liebe und da erwachsen zu werden, anzukommen, ich glaube, dass damit kann man sich gerade als Frau sehr gut identifizieren. Ich glaube schon, also gerade in Berlin. Also es gibt einfach, Leute binden sich später oder schwieriger. Es gibt irgendwie sowas wie eine Quarterlife-Crisis. Ich weiß nicht, seit wann es dieses Wort gibt, aber ich glaube schon, dass das heutzutage schwieriger ist, weil es so viele Möglichkeiten gibt, weil es nicht mehr so die klassischen Rollenbilder gibt und weil ja auch sowas wie Romantik irgendwie schwieriger wird. Also man muss irgendwie andere Wege finden, dahin zurückzufinden, denke ich mal, zu sowas wie einer richtig großen Liebe oder zu sowas wie Romantik, ja. Ich denke schon, dass das unsere Generation oder meine durchaus sehr bestimmt, ja. Ja klar, da wird das immer sehr bedient. In diesem Fall geht es ja auch jetzt nicht unbedingt nur schlecht aus, will jetzt nicht zu viel verraten, aber der Weg dahin ist halt ein anderer. Und das ist, glaube ich, das Spannende. Also, dass man auch ehrlicher erzählt im Film und nicht in solche Klischees verfällt, beziehungsweise, klar, man kann den kaum noch ausweichen, aber es hat eine gewisse Ironie, womit die behandelt werden. Und ansonsten ist es halt ehrlicher und direkter so. Also dieses antiromantisch heißt ja nicht, dass in diesem Film nichts romantisch ist. Ich finde den durchaus romantisch in manchen Momenten durch die Hintertür. Ich will mich nicht verändern, um dir zu imponieren. Nicht den ganzen Abend Probleme diskutieren. Aber eines gebe ich zu. Das, was ich will, bist du. Ich pflege diabeteskranke Koalabären, arbeite als Teilzeit-Penismodel und... Penismodel? Gut zu vögeln. Was für ein Kack-Wortspiel, den habe ich nie verstanden.